Dann einfach mal für einen Content, ja? Ja. Für Instagram. Instagram oder YouTube. Heißt du Lombok aktuell? Bei Instagram, ja. Ist bei Instagram, ja. Genau. Du kannst schon Bilder von uns, von der Tour machen. Für uns ist kein Problem, wenn du das auf Instagram machst. Ach so, okay. Aber gut. Du kannst uns auch markieren, kennst du das? Ja. Dann wir folgen dir und du folgst uns. Ah, gerne, das wär toll, ne? Und wenn du ein Bild machst, dann können wir teilen, ja, weiter teilen, sowas, ne? Ja. Aber hast du jetzt morgen auch noch die Tour mit den Deutschen? Wir wechseln das. Also das heißt ja, wir sind auch schon mittlere Leute, also die diese Fahrt machen, ja. Und dann ich lasse meinen Kollegen das machen, ja. Also heute machen die dann. Die sind auch heute unterwegs. Ah, okay. Dann ist gut, ja. Also wir teilen, also wir machen das zusammen. Okay. Die Organisation und der macht das, ich mache das, ja. Und das ist alles okay, ja. Okay. Und das ist dein Geschäft. Ja, genau. Du hast Mitarbeiter. Ja, richtig. Ja. So, nur, die sind ja Freelancer, heißt es ja. Also nur je nachdem, wenn ich dann welchen brauche, dann wie jetzt zum Beispiel, rufe ich den an, ja, und ist er dann im Einsatz, ja. Also immer so, ne? Und sonst machst du das alleine? Genau, ja. Ich mache das gerne alleine, ja. Aber wenn es so vorkommt natürlich, wenn es doppelt gebucht wird, ja, dann ist in Ordnung, dann machen wir das so und ich helfe dem Kollegen auch, ja, und die sprechen auch Deutsch, ja, und das ist alles okay, ja. Ja, gut, ja. Nein, für uns war es schon also ein größerer Wunsch zu zweit. Ja, das ist völlig okay für mich. Ja. Ja, ich muss auch schon so machen, dass die Gäste irgendwie mal sich dann wohlfühlen, ja. Also dann ist es völlig in Ordnung, ja. Ich mache das auch so gerne, also privat, ja, das ist mir auch schon angenehmer, ja. Das ist ja völlig okay, ja, ist es dann, ja. Ja, so, ja, und ihr wart auf Java, West-Java? Zuerst waren wir in Singapur. Okay. Für 2 Tage, weil der Flug von der Schweiz ist bis Singapur und dann von Singapur auf Jakarta. Auf Jakarta, man wie kann viel? Man kann nicht direkt von der Schweiz nach Java fliegen. Und wie viele Tage Jakarta? Einen Tag? Nein, zuerst 2 Tage Singapur. 2 Tage Singapur? Und dann nach Jakarta, aber nur am Flughafen für weiter nach Yogyakarta. Ah, okay. Nur weil es gibt keinen Flug von Singapur bis Yogyakarta, gibt es nicht. Aha. Und darum einen Halt in Yogyakarta 4 Stunden und dann direkt weiter nach in Jakarta 4 Stunden und dann direkt weiter nach Yogyakarta. Aha. 2 Flüge von Singapur bis Yogyakarta. Und von Yogyakarta wie lange? Ja. Wir waren auf Java dann 6 Tage. Aha. 5 volle Tage für eine Privattour. Oh ja, Bali, sehr schön. Bali, ja. Kompakt mit Dien Plateau in Java. Aha, wer war der Reiseleiter? Vielleicht kenne ich ihn. Parnava. Parnava? Parnava. Parnava, der ist aus Java, ja? Aus Yogyakarta. Hat er auch schon selber gefahren? Nein, der hat einen Fahrer. Rando. Ah ja, okay. Also der ist dann extra nach Jakarta gefahren, um euch abzuholen? Nein, von Jakarta nach Yogyakarta war auch ein Flug. Ah so, okay. Ja, auch ein Flug. Dann nur innerhalb Yogyakarta und Umgebung, dann habt ihr dann so einen Fahrer. Ja, Yogyakarta dann bis Wonosobo. Okay. Und dann nach West-Java mit Mo Ichen, Mon Bromo. Ost-Java. Ja. Mo Ichen, Mon Bromo, Yogyakarta mit dem Museum, Sultan Palast und Wasserfall, Chachir Wasserfall noch. Aha. Und dann bis nach Osten, dann mit der Fähre nach Bali. Und ist der Reiseleiter auch dabei? Immer dabei, 6 Tage. Ah, okay. Und dann bis nach Bali, bis nach Südbali der Transport zu der Pavillon Sanur. Ah, ja. Aber dort, da wir am Abend erst um 7 Uhr beim Hotel waren, gab es keine Fähre mehr, für nach Lombok zu kommen. Ah. Darum eine Nacht in Bali. Aha. Und am Morgen früh, dann um 9 Uhr von Bali bis nach Lombok. Ah,
Okay. Gestern. Und dann ja, schön. Gestern in heute Lombok und morgen um 9 Uhr gehen wir nach Gili Trawangan. Morgen? Ja. Ah, okay, so schnell, ja? Wir haben einfach ein straffes Programm. Oh ja, ja, ja. Aber dann 3 Tage in Gili. Mhm. Und dann noch wieder nach Bali, 2 Tage, weil in Bali ist dann der Flug nach Hause. Ah, okay. Schön, ja. Ich habe hier viel gesehen auf Java auch, ne? Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, ich mache auch schon die Rundreise Javas, ja. Das heißt, ich fahre auch schon Java, hole die Gäste dort ab, ja. Oder ich mache auch schon ganz Java. Na, manchmal fangen wir mit dem Ausflug, mit der Rundreise in Jakarta an. Und dann von dort aus geht es dann 12 Tage, also bis Bali. Oder es fängt auch schon von Yogyakarta an und dann bis nach Bali hin. Oder umgekehrt geht es auch rückwärts von Bali aus weiter nach Java und Abflug Yogyakarta oder Jakarta. So. Aber das ist sehr weit. Ja, genau. Dann mit der Fähre. Ja, dann müssen wir dann deswegen auch schon viele Tage das machen. Ja? Ja. So 2 Wochen, eine Woche. Ja? Ja. Aber das ist schon sehr schön. Also ich meine, man kann viel sehen von Java. Das heißt, also Java gibt auch schon viel zu sehen. Die Natur, Kultur. Ja, also wie Yogyakarta zum Beispiel kann man auch schon viel Kultur mitbekommen. Ja. Ja. Natur sowieso im Osten, ja, also mit den Vulkanen, ja. Bromo, ja. Odoman, Ijen. Wart ihr bei dem blauen Feuer? Nein. Wir hatten zu wenig Zeit. Ah, ach so. Leider, ja. Na, also man kann schon auch dazwischen machen. Also ich meine, wenn es dann um 12 Uhr losgeht, ja, von Hotel aus in Banyuwangi, dann kann man schon schaffen eigentlich. Das geht, man geht einfach nur so drunter. Durch die Schreiner dann zu den Blutfeuern, ja? Ja. Und dann dauert dann vielleicht 30 Minuten, ja, und dann kommt man auch danach zum Gipfel, ja, also zurück, ja. Aber ist ja natürlich anstrengend auch, ja. Ja. Mhm. Aber das war sehr schön, ja, also ich habe schon viel gesehen und die waren schon Highlights, ja. Von Indonesiens würde ich sagen, oder besonders von Java, ja. Also mit Borobudur oder Dieng. Haben wir auch gesehen, Borobudur und Simbesari. Genau, ja, und Mount Bromo besonders, es wird immer gesagt hier, dass auf Mount Bromo der schönste Sonnenaufgang in Asien sein sein konnte. Ja, wir haben den auch gesehen, aber leider ein wenig viele Wolken, aber war nicht schlecht, ja. Also, waren viele Wolken, ja. Ja, aber kein Regen bis jetzt, immer Glück gehabt bis jetzt. Ja, so ist es ja bei uns, ja. So, und Lombok jetzt ja, leider, also nur einen Tag habt ihr, eigentlich gibt es auch schon viel zu tun, besonders Schnorcheln und Schwimmen. Ja. Wäre schon eine Attraktion bei uns, ja, aber ihr könnt noch Schwimmen und Schnorcheln auf Gili Trawangan. Genau, ja. Das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, genau. Wir waren jetzt so viel im Auto auf Java, ja. Denn es waren etwa 8 Stunden von West-Java bis Bali, Süd-Bali, viel Zeit im Auto. Mhm. Und wir haben es gesagt, wir wollen ein wenig Wasserfälle und auf Strände schauen. Und dann ist nicht mehr so viel im Auto. Und wie viele Tage habt ihr noch auf Trawangan, also auf Gili? 3 Tage, ne? Dort haben wir länger. Ja, das ist dann mehr zum Faulenzen dann, ja? Ja, und mehr, genau, Tauchen. Schnorcheln. Ach, Tauchen, ja? Ich habe schon vor, ich möchte gerne auch tauchen, ja. Ja, das ist gut, ja. Also, hast du schon Tauchschein, ja? Ja, der erste, ja. Mhm. Okay, gut, ja. Dann bist du dann auch schon weiter üben, also weitermachen mit dem Tauchen, das ist auch schon eine Sache, ja, also dass man auch schon viel mehr sehen kann, ja, oder noch tiefer tauchen kann, ja, als nur Schnorcheln. Ja, aber ich mache keinen Kurs, ich mache einfach eins oder zwei Tauchgänge. Eigentlich Schnorcheln reicht es, ja. Schnorcheln reicht es schon, dass man auch schon viel auf Trawangan auch sehen kann, wie zum Beispiel Schildkröten da, also man kann... Ja, also ich würde sagen 90% wird man schon sehen, wenn man auf Trawangan ist, ja,
und dort schnorcheln, nur einfach beim Schnorcheln, ja, da sieht man immer Schildkröten da. Also musst ihr dann zu dem Ostseite des Strandes hingehen, ja, also Ostteil, auf Ostteil. Da ist nicht weit weg vom Hafen, ja. Ja. Ein bisschen vielleicht, sage ich mal, 200, 300 Meter östlich, ja, oder nördlich des Hafens da. Und da kann man schön schnorcheln und ich meine, wegen Schildkröten jetzt, ja. Also ist das wenn man beim Hafen kommt vom Schiff, rechte Seite? Rechts, ja, genau, rechts weiter, circa, ja, sagen wir mal 200, 300 Meter. Wie heißt der Strand? Hat der einen Namen? Weil wir haben eine Tour gebucht für 6 Stunden Schnorcheln auf dem Schiff bei Gili Travangan, Gili Men und auch Gili. Es geht so, mit einem so Anbieter natürlich kann man ja mit Sicherheit welche sehen. Also der bringt euch genau zu den Ecken, wo was zu gehen gibt. Ja, natürlich. Wir haben, es war nur, also nicht so teuer, es war 20 oder 25. Person. Das ist gut. Für 6 Stunden, also den Preis finde ich nicht so schlecht. Ja, das ist schön. Ja. Das ist in Ordnung, ja, weil es nicht weit weg ist. Ja. Also man ist da, steigt auf Boot ein, ja, und dann vielleicht machen auch schon andere Leute das mit dir. Also das heißt, man macht das auch zusammen mit den anderen, ja. Und dann ist völlig schön, ja auch. Ja. Und dann gibt es auch kleine Haie. Haifische gibt es auch kleine. Da habe ich zum Tauchen vielleicht. Ja? Zum Tauchen. Vielleicht kann man auch so zu einem Shark Point hin fahren und dort tauchen. Ja? Und dann kann man bestimmt auch schon welche sehen. Ja? Ja. Aber wir, also ich zum Beispiel, mache auch schon oft Ausflug zum Schnorcheln, wo man auch oft mit Haien schwimmen kann. Ja? Ja. Ja, also das ist im Osten. Ja? Ja. Also heißt Pink Beach hier bei uns. Hier. Ja. Also Pink Beach ist ja sehr populär bei uns, hier, liegt aber am Ostende der Insel. Ja. Und da kann man auch schon, ich habe immer welche gesehen, also nicht immer, so ich würde auch sagen, so 90% sieht man schon Haie da, oder die sind ja die Riffhaien. Und man kann ja mit denen einfach mal so lang schwimmen und so, oder einfach schwimmen und beobachten wir die beim Schnorcheln. Ja. Es könnte aber auch sein auf Gili, dass vielleicht so einer kommt. Ja, vielleicht beim Tauchen, ja, kann man ja welche sehen. Ja. Dass man, aber beim Schnorcheln habe ich nie welche aber viele gesehen. Fische kann man auch schon viel sehen. Gibt es diese großen Fische mit diesem großen Mund? Walhai, ja? Walhai auch. Ja, Walhai sieht man leider da nicht. Ja? Also Walhai sieht man ja mehr eben auf Sumbawa, ja? Ja. Also Sumbawa ist die Nachbarninsel, ja? Da müssen wir 2 Tage dafür brauchen, ja? Von hier aus hin und übernachten, eine Übernachtung dort, ja? Ja. Und geht man auch schon sehr früh los vom Hotel aus oder vom Strand aus mit dem Boot, ungefähr um 6 Uhr, 5 Uhr, ja? Und dann sieht man welche da. Ja. Und die großen Fische so flach mit einem Mund. Ja, das ist Walhai. Walhai. Nein, nicht Walhai, sondern nicht so flach, sondern so flach. Mantarochen, ja? Mantarochen. Ja, Mantarochen auch, aber wie gehen. Nein, sind wie Fische. Fische. Sie schwimmen so. So schwimmen aber sie. Sind ganz dünn. Ach so. Riesig. Also kleine, Schiff. Aber große Schiff, großer Fisch? Ja. Große Fisch. Aber wir gehen dann noch am 2. November nach Nusa Penida. Da sieht man Manta. Okay, ja. Manta Bay. Ja. Und der Kellingking Beach. Ja, Kellingking Beach. Ja, gut, ja. Schön geplant, ja. So gut geplant, ja. Also, dass ihr auch schon die wichtigen Sachen dann hier sehen könnt. Ja. Bis jetzt haben wir auch sehr, sehr Glück mit dem Wetter. Ja, sehr schön. Ja. Ja. Aber Schildkröten wird lustig, aber kann man diese Schildkröten nicht zu nahe gehen? Sind die, ja, man kann schon ganz nah dran kommen. Ja. Ich habe auch schon Bilder von mir
Das ist ja auch schon da mit Schildkröten da schwimmen. Ja. Wir haben auch eine Kamera für rote Wasser. Das ist gut, ja. Das ist gut. Musst du dann mitnehmen, ja. Unbedingt. Ja. Das ist wirklich schön, ja. Also ja. Ich mag diese Fahrt, Schnorchelfahrt auch sehr. Also das ist einer der Favoritenausflüge, ja. Was ich dann mag, auch als Reiseleiter. Jedes Mal, ja. Ob ich so oft da an der Ecke da gewesen bin, dann, ich kann immer sowas genießen, ja. Jedes ja, Mal. Ist es ja. So, dass wenn man Manta Bay geht, dass immer Rochen dort sind? Nein, natürlich. Die sind ja wilde Tiere oder die sind ja frei. Manchmal sieht man ja die auch nicht, ja, weil die dann woanders unterwegs sind. Ja. Aber sehr oft sieht man. Sehr oft, ja. Sehr oft sieht man, ja. Ja. Gut. Wir wollten gestern zum Wasserfall gehen, nicht weit von da, bei Senkiki Wasserfall. Mhm. Wir haben einen Scooter gemietet. Ah, okay. Für 5 Stunden. Mhm. Und sind dann bei Pato Bolon gegangen. Dieser Tempel gerade hier hinten. Ja, ja. Und beim Wasserfall. Aber der Wasserfall war geschlossen, weil es war zu gefährlich. Ach so, ja, vielleicht wird es Regen, ja. Weil es dann oft bei uns plötzlich regnet, ja, und man kann ja nicht vorhersagen. Manchmal gibt es auch Sturzflut, ja, dass es auch schon den Gästen auch gefährlich sein werden kann. Ja, ja. Genau. Und natürlich muss man auch schon halt ein bisschen aufpassen. Die Leute passen auch schon auf, ja, ja. Dass nicht, dass Leute einfach mal hingehen, ohne zu wissen, was dann passieren genau, könnte. Ja. Und da müssen die irgendwie mal noch bisschen kontrollieren, ja. 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 Und du selber wohnst du in Lombok? Ja, ich wohne hier in auf der Insel im Osten, ja. Also das heißt, ich muss auch schon so früh von Osten dann losfahren, ja. Und dann, ich habe ja normalerweise 1,5 Stunden gebraucht von meinem Ort, wo ich wohne. Wie viele Stunden? 1,5 Stunden. Ja. Aber das ist normal bei mir, also dass ich dann auch schon jede Zeit das machen muss, ja. Manchmal muss ich auch schon Leute im Süden dann abholen, ja. Ja. Natürlich ist es auch schon weit weg, aber das ist ja auch schon in Ordnung. Also die Insel ist ja keine große Insel. Man braucht nur 1 Stunde, dann ist man auf andere Ecke der Insel, ja, auf andere Teil der Insel, ja. Ja. Gibt es die Möglichkeit, dass du mit dein Internet teilst mit uns? Ah, okay. Das geht auch, ja? Moment. Also ja. Musst du bezahlen oder geht das? Nee, also ich meine, ich habe auch schon große Router bei mir. Moment, wir halten kurz an und ich kann das teilen, ja? Gerne, weil dann können wir auch noch kurz bei Instagram verbinden und. Postest du nachher diese Videos über? Ja, also Video oder vielleicht Fotos, ja? Ja. Ja.